Sie sind dieses Mal dran mit Böhners Buch der Woche. Was haben Sie uns denn dieses Mal mitgebracht? Ja, ich habe den Joe Nesbø mitgebracht, den neuen Messer. Und da geht es darum, dass die Reckel, das ist die große Liebe von Hauptkommissar Harry Hole, ermordet wurde. Und ja, Harry Hole war leider in der fraglichen Nacht sturzbetrunken, kann sich auch an nichts erinnern und ist jetzt natürlich ganz stark hinterher, den Mörder zu fassen. Dabei dämmert es ihm so langsam, dass er vielleicht sogar selbst der Täter sein könnte. Wieder sehr, sehr spannend gemacht und es bleibt überraschend bis zum Schluss, das kann ich versprechen.